is Abraham, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'll be safe and warm if I was in a land. California dreaming on. On such a winter's day. And the sky is gray. California dreaming. Oh, on such a winter's day. Oh, I've been for a walk on a winter's day. I wasn't nervous up until now. Same. Wie heißt du denn? Hallo. Ich bin Wojtek, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Tschechien. Oh. Aber wow. Mein Deutsch ist nicht noch wirklich gut. Hey! Hey, Wojtek. Lebst du in Deutschland? Seit drei Jahren, fast. Für mich persönlich, das war die schönste und beste Songversion in mein Voice History. Das war unfassbar. Ja, so super, schön. Super cool. Weißt du, was ist der coolste Moment in dieser Show? When the first person turns. Ja, für dich, glaube ich, ja. Yeah, aber that's for me. Für uns, wir drücken und dann wir können sehen, dass da steht, potenziell The Voice of Germany Gewinner. Ich hoffe sehr, du kommst hier. Weil wir glauben, wir haben eine riesen Chance zusammen, uns drei, in dieser Show. Aber absolutely. Vielen Dank für die Show. Thank you very much, too. Really means a lot. Und du hast mich wirklich von Anfang an unfassbar krass berührt. Du hast eine unfassbare Range, die sich jeder Sänger wünscht. Du hast jetzt hier diese Emotion gezeigt, die wir auch spüren wollten und warum wir auch hier sind, warum wir uns alle umgedreht haben. Und ich glaube, du bist auf jeden Fall einer der Kandidaten jetzt schon, die mindestens im Halbfinale stehen werden und in Live-Shows. Thank you very much. I still have a lot to show. Das war richtig, richtig geil. Super, super special. Ich glaube, wenn man mit dir hier die nächsten Runden weiterkommen möchte, was möglich ist, dann muss man ein bisschen das Musical-Gefühl rauskriegen, aber daran kann man arbeiten. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, dass du eine Frau bist und der Moment, wo mir klar war, nee, da steht jetzt ein Mann, Da musste ich erstmal mit klarkommen. Was magst du denn ansonsten für Künstler oder wer hat dich inspiriert? Wohin möchtest du? I've always had my heart placed in the 90s with the big vocals like Whitney Houston. Really? Nice. And sag mal, Nico, hast du die 90er erlebt? Nee. Die 90er habe ich erlebt, mein Lieber. Ich muss wirklich sagen, du hast jetzt schon deinen eigenen Style gefunden. Weißt du, ich weiß nicht, mit wem ich dich vergleichen könnte. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles und was ganz Besonderes. Aber so wie du hier stehst, du kannst da einfach dir auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, ich bin hier in den Blind Auditions und es haben sich einfach vier Coaches umgedreht, vier Teams. Das musst du auch körperlich auch noch ausstrahlen, das darfst du auch. Und das würde ich mir wünschen, wenn du zu uns ins Team kommst, dass wir das einfach hinbekommen. Ich würde es leicht widersprechen. Manchmal dieser Versuch, irgendwas zu ändern aus seiner Natur, ist ein Fehler. Ich finde zum Beispiel, so wie du da stehst, ich will dich nicht tanzen sehen.
Ich will dich nicht. Es war meine Interpretation von was ich gehört habe. Also ich finde, das habe ich nicht so gesagt. Ich finde, das ist unsere Gabe, es war dir zu helfen, deinen Weg zu finden, nicht dich zu ändern. Das haben wir aber auch. Es ging nicht darum, es zu verändern. Es geht darum, einfach so dazustehen und den Leuten zu sagen, ey, ich will euch daran teilhaben lassen. Ich will euch erreichen, dich einfach noch ein bisschen zu öffnen. Darum geht's. Es geht nicht darum, ihn zu verändern. Ich mag dich so, wie du bist. Du hast die Wahl. Du hast die Qual der Wahl. I have to go to Yvonne and Stephanie. My heart belongs to you now. Wow. Wir freuen uns. Sorry, guys. Ein großer Applaus. Willkommen, Team Stephanie und Yvonne. Wir freuen uns. Ein Stückchen.